Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Das Ganze mit dem Demolierungsderby hier oder Rennen. Mit der Limo versuche ich gerade nochmals. Ich hoffe, dass das funktioniert. Okay, Wagen rausgedreht, 2 von 3. Hat halt einfach null Power. Er wiegt halt auch irgendwie fast eine Tonne. Sollten hier wahrscheinlich viel mehr. Und ein Wendekreis von einem Panzer. Come on, ich muss da rankommen, damit ich wieder crashen kann. So wird das nix, so wird das nix. Ziehen da weg wie nichts. Fuck. No! Ich wollte da voll rein crashen. Come on, fast habe ich dich rausgedreht. No! Ey, ist das mies. Okay, Ziel erreicht. Ich bin Sechster, das ist doof. Noch 3 Runden haben wir vor uns. Ich habe 50% zu leben. Ich weiß nicht, wie ich diese Plätze gut machen soll. Weil so wird das sowieso nichts. Aber vielleicht crashen die sich ja alle gegenseitig noch ab. Ich muss da irgendwie was machen. Aber ich verliere bloß mehr Plätze als geplant. So eine Ich muss die Limo tunen unbedingt. Ich muss die tunen. Ich brauche mehr Power. Und die ziehen mir davon wie keine Ahnung was. Ich schaffe jetzt in die Top 3. Ich bin 9. Wie soll ich das bitte schaffen? Achter? Naja, das wird nichts mehr. Schade. Top 3 ist mega schwierig.
Okay, das war's. Demoliert, ich würde sagen, wir nehmen erstmal eine andere Herausforderung. Wagon versus Wagon. Zeit für ein Kombi-Rennen, womit du gewinnst, ist egal. Hauptsache, es war früher ein geräumiges Nutzfahrzeug, mit dem du zu deinem riesigen Anwesen gefahren bist und ist nun eine einschüchternde Zerstörungsmaschine. Die Limo kann da nichts machen. Lass Minstra gegen rausdrehen. Versuch, verursach Minst 1000 Schaden. Zevolex Sandpit. Der Mattiger ist ja wenigstens ein bisschen getuned. Ein bisschen mehr Power als die Limo auf jeden Fall. Es geht links lang. Okay, ein Ziel erreicht. Hat zwar mehr Power, aber ist trotzdem schwer und nicht wirklich schnell. Gewinnen werden wir die Sache wahrscheinlich nicht. Aber man kann es ja versuchen, ne? Und die zwei haben halt diese Power Wagons oder wie auch immer die heißen, ich weiß nicht genau. Aber die sind ziemlich schnell. Ich komme zwar gerade ein bisschen ran, aber das bringt mir nicht viel. Denn in der Gerade sind die gleich wieder weg mit der Beschleunigung. Aber sie machen ein paar Fehler. Und der hinter mir ist auch ziemlich nah dran. Yes, wenigstens zweiter. Komm. Okay, nice. Wenigstens zweiter. Puh. Das war doch noch was. Halbfinale, 1000 Schaden. 1000 Schaden müsste man eigentlich fast umdrehen. Eigentlich ist es ja fast wichtiger, das Rennen zu gewinnen, als diese Bonusziele oder Tagesziele zu erreichen, finde ich. Auch wenn es natürlich mehr Credits gibt und Erfahrung, womit wir dann natürlich wieder neue Autos kaufen können. War gut, aber auch nicht gut. Überhol mich alle! Was läuft denn da jetzt falsch in der letzten Runde? Offensichtlich viel. Ich verschalte mich auch.
Vielleicht sind es auch die Reifen, die viel Geschwindigkeit rausnehmen. Der ist weg. Come on, mach doch bitte noch ein paar Fehler. Natürlich nicht. Schade. Vierter. Reicht das? Okay, das reicht fürs Finale. Immer noch das gleiche, mindestens 1000 Schaden. Aber erster Platz wäre natürlich besser. Nee, nicht mich drehen! Das ist gut, die Zeit hinweg. Die Strecke ist zwar ziemlich kurz, aber es bringt nicht viel. Okay, 1000 Schaden reicht, auch gut. Erster werde ich da wahrscheinlich wieder nicht, ich bin Sechster. Weil viel Power hat der Mattiger halt auch nicht. Wie man sieht. Beschleunigung fehlt ihm ein bisschen. Sorry, das musste sein. Manchmal muss man einfach die Opportunity packen. Kurve habe ich schlecht genommen. Gebe ich zu. Da war ich unvorbereitet. Und da wollte ich zu viel. Mann, das wird nix. 10. von 18. Come on. Das Auto ist halt auch gut gepanzert. Das kommt auch noch dazu, was das Auto halt schwer macht. Und die Reifen sind halt sehr auf Offroad ausgelegt. Macht wahrscheinlich auch viel aus. Der dritte Gang lohnt sich fast nie. Kann ich wenigstens den 8. Platz behalten? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Das sieht wenigstens gut aus. Reicht wahrscheinlich nicht.
Aber okay. Achter Platz, 2 von 2 Bonuszielen, 80 Punkte von 200. Ja, gut. Ich sag da mal nichts dazu. Dann fehlt uns hier noch Angriffe auf die Killer Bee. Und das Wolfsrudel. Und der Zerstörungsdrang, da müssen wir die Limo ein bisschen tunen. 21.000 Credits. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge von Wreckfest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.